Also hier auf Mallorca ist alles so aufregend. Hier ist echt sehr intensiv. Es ist nicht wie in Berlin im Studio. Das ist kein Alltag, es ist was komplett Neues. Nein! Gut. Ja, sehr gut. Ich finde, diese Szenen brauchen eine enorme Vorbereitung, weil sie halt so intensiv, so emotional sind. Ich persönlich trainiere meinen Körper, also wärme meinen Körper auf, versuche eine Ruhe zu finden, schalte mich so ein bisschen ab, grenze mich so ein bisschen aus der Gruppe aus, versuche ein bisschen Zeit für mich zu haben, um diese Szene in meinem Kopf nochmal durchzugehen und auch die Gefühle, die meine Rolle in dieser Situation fühlt, und versuche natürlich Parallelen zu mir zu finden, weil irgendwoher müssen diese Emotionen kommen und es ist echt enorm anstrengend, diese Emotionen so auf Anhieb herzustellen. Deswegen ist eine Vorbereitung sehr, sehr von Bedeutung. Set! Gas! Gas! Warte, nicht zu. Ganz gut. Warte, bisschen Gas weg. Warte, langsamer, warte, langsamer, warte, langsamer. Gut, komm, ganz gut. Okay, danke. Es ist natürlich mega aufregend, als neue Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Schauspielerin bei so einem riesen Special dabei zu sein, in einem anderen Land. Und es ist eine Ehre für mich. Es macht mir mega Spaß.